am heutigen Samstag spielt Team Family Force einen Team Cup zum zweiten Mal. Die Besonderheit bei diesem Team Cup ist, dass drei Teams sich eine Bennett-List teilen müssen. Die erste Runde hat mit einer kleinen Verzögerung angefangen. Es sind aktuell 9 Teams. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier losgeht. Wir sehen, es ist aktuell ziemlich voll hier vorne. Die Gänge sind alle sehr belegt. Und an den vorderen ersten Tischen sehen wir die Spieler. In jeder Reihe ist ein Team. Da hinten sieht man einmal komplett Pokémon, weil hier ist auch heute eine Pokémon-Hütte. So, hier sehen wir Hellenwelt. Hallo. Aus Magdeburg. Ja. Die erste Runde spielen sie gleich gegeneinander. Jetzt gucken wir mal, wie die ganzen Decks aussehen. Wir sehen da vorne BI Phantom Knight, Mirror-Match, so wie es aussieht. Dann haben wir hier einmal Cosmo und Majestics, glaube ich, heißen die. Und hier vorne haben wir auch wieder Cosmo gegen Monagen. Bei dem Monagen-Deck sehen wir auch, hat ein Extra-Deck. Auch eine ganz interessante Geschichte. Geht's bei euch schon? Bei den nächsten Tischen haben wir hier Monagen gegen Monagen. Da hinten die Runde ist schon vorbei. Und hier haben wir... Sicher? Hier sah es aus wie Necrots gegen BA Phantom Knights. Gehen wir mal zum nächsten Tisch, wieder zur Hellenwelt. Ghost Trick! Und hier sehen wir Ghost Trick gegen Pepe. Da drüben, die sind scheinbar gerade am Bohren. Und ganz hinten sehen wir auch noch nicht ganz so viel. Da sehen wir Magi Dolce. Also man staune nicht schlecht. Hellenwelt spielt man nicht das Ganze Meter, sondern Magi Dolce und Ghost Trick. Ghost Trick gewinnt gerade. Ghost Trick hat gerade gewonnen, hört man hier. Dritte Runde ist gestartet. Hier ist Christian und Schaffrak von Team Family Force. Die spielen gegen Hellenwelt. Ja, das ist nice. Fenster ist ja cool, aber sieht aus wie eine Vogelscheiße. Hier ist Cosmo Mirror Match. Da hinten haben wir Monagen gegen Ghost Trick. Hier sitzen wir an Tisch 2. Da hinten sehen wir Monagen Speedroid mit Extra Deck gegen Pepe. Dann haben wir hier Cosmo gegen Burning Abyss mit Infernoid. Und hier vorne wieder EA Infernoid gegen Monagen.
Wir sind kurz vorm Start der vierten Runde. Hier hinten spielt Team Family Force gegen Heldenwelt. Der ist schon wieder im Video, hallo! Ja, na logisch. So, fünfte und letzte Runde ist freigegeben. Tisch einspielen, Crimson Soul gegen Team SCC. Dann gehen wir mal weiter zu Tisch 2. Hier spielt Heldenwelt 1 gegen Daydreams. Ja, weiß ich nicht, ob die Position irgendwie. Ich hätte ja gerne mal über sich gespielt, aber wenn es kann. Tisch 3 haben wir Team Family Force und Team T0 Mill 3 MNK. Das Turnier ist vorbei. Es geht gleich los mit der Preisverleihung. Heldenwelt 1, kommt mal her! So, los geht's mit Heldenwelt 1. Heldenwelt 1 auf Platz 1. Erster Platz, ihr drei. Glückwunsch. Danke. So, dann haben wir SCC. Team SCC mit zwei Teammitgliedern ist Zweiter geworden. Weiter geht's mit dem dritten Platz. Wer ist das? Two Mills ist Dritter geworden. So. Hier sind die, die Erster geworden sind, die gesagt haben, die spielen nur aus Spaß. Ja, nur Spaß. Was heißt das jetzt mit dem Preispool? Wollt ihr den Sponsor? Nein. Spielt ihr nur aus Spaß? Also ich spiele nicht nur aus Spaß, ich spiele für Erfolg. Spaß am Erfolg. Richtig. Er ist ein Geier. Und was bist du denn? Ich bin nur Hobbyspieler. Hobbygeier. Ja, genau. Gut. Ja, Glückwünsche mal von unserer Seite. Danke. Das Team Family Force Turnier ist vorbei und jetzt gehen wir alle zusammen beim griechischen Essen. Nein. Mit Schwester Ines an Bord. Oh, genau. Frodo rennt mal vorweg. Wir lassen es jetzt gut gehen. Als Team, Team Family Force beim Griechen. Hier Heldenwelt, man sieht sie bei ihrer Lieblingsbeschäftigung nach Yu-Gi-Oh! Essen. Glückwunsch nochmal an die Erstplatzierten. Was gibt's denn da leckeres? Essen, ey. Metaxa-Soße. Müssen wir mal gucken, ob es schmeckt, wa? Ich würde davon abraten, wenn ihr deine Finger lieb sind. Ja. Dann lasst euch mal schmecken und schmecken, ne? Und nachher schöne Einfahrt. So, jetzt sind wir beim Griechen, wie angekündigt. Wir lassen uns alle gut gehen. Gucken, was hat die da zu essen. Ja, Ines wollte nur Bratkartoffeln. Knoblauchkartoffeln. Oh, Entschuldigung, Knoblauchkartoffeln höre ich gerade. Ja, das sieht doch auch schon mal nicht lecker aus. Ich glaube, das könnte man als zweite Vorspeise nehmen. Also wir haben alle unser Essen. Wir lassen uns gut gehen. Auch Dom ist mit dabei. Dann sagen wir mal, da bekommt Schwester Ines auch ihr Essen. Dann sage ich mal, so, fertig mit Essen. Man sieht's, schwere Gesichter, vor allem hier bei dem Junior. Ja, ein bisschen rot ist er auch. Dreckig ist er auch, von oben bis unten. Der Feuchter ist auf YouTube. Guck mal da. Da unten. Du kriegst gar nicht auf die Kamera. Also es hat uns allen geschmeckt. Man sieht auch hier doppelte Portion Kokoseis mit Haube. Ja.
Gegessen haben wir, getrunken haben wir auch, satt sind wir auch, würde ich sagen. Wir lassen jetzt den Abend zusammen noch schön ausklinken beim Bierchen und einer Zigarette. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten großen Turnier. Spätestens auf der deutschen Meisterschaft. Ja, wer sich denn eigentlich fragen sollte, wer diese junge Dame ist, das ist Schwester Ines. Ein stilles Mitglied bei uns im Team. Stilles Mitglied ist Mitglied. Die Gruppenmutti. Was? Die Gruppenmutti? Na gut, also. Hier ist Schwester Ines für die, die sie nicht kennen. Das ist die bessere Hälfte von dem jungen Mann. Das ist einfach meine Frau. Es ist seine Frau, also für die anderen keine Chance. Sie ist vergeben. Außer für Maffe. Ja. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Wir grüßen noch unsere Sponsoren, TCG Arzenjens und Ultimate Cards. Ja, wir freuen uns auf alle Jugendspieler, die nächste Woche dabei sind in Rostock bei unserer Hunter-Challenge. Ja, er freut sich, glaube ich, heute nur noch auf dem Bett. Nein. Ja, somit verabschieden wir uns für heute. Und wie es üblich ist, beim Griechen zum grünenden Abschluss gibt es immer noch einen kurzen. Da haben wir hier einen Uso und weil wir auch hier noch so einen kleinen Junior haben, haben wir für den Junior sogar, wir müssen mal kurz aufnehmen von nah, ein Mini-Kuba, nee, ein Mini, ich bin auch schon hackedicht, ein Mini-Kima für den Jüngsten. Ja, so ist es bei uns. Wir haben immer Spaß, wir haben immer was zu lachen. Auch die Kokosnüsse dürfen wir mit nach Hause nehmen. Ja, warte noch. Basteln uns da aus. Also, komm. So, und das ist der grüne Abschluss. Und hopp, hopp, Rinne im Korb. Ja, der Sohnemann macht es vor, wie der Papa machen soll. Lebt es nicht mehr zu sagen. Wir wünschen was.